Und zum Schluss des Videos wird dieser kleine Mann auf Reisen gehen, denn ich werde diesen verschenken, und zwar an euch oder an dich. Schreib mir unten in die Kommentare, warum dieser kleine Junge gerade zu dir nach Hause einziehen soll. Ich habe hier diesen alten Holzrahmen und den möchte ich jetzt ein bisschen dekorieren. Und zwar benutze ich dafür auch wieder diese kleinen Glasflaschen, die ich schon gezeigt habe beim letzten oder vorletzten Video. Vorletztes Video war es, glaube ich. Und die kommen nochmals zum Einsatz. Hier habe ich Äste und natürlich Wiesenblumen. Und damit möchte ich was machen. Weihnachtsdekoration, die hängt immer noch dran. Es wird höchste Zeit. Meine Idee ist, dass ich hier diesen Ast befestigen werde und hier dann die Glasflaschen ranhängen werde, wenn es funktioniert. Dafür werde ich hier und hier oben einen Nagel reinmachen und den Ast mit Draht befestigen und dann hoffe ich, es hält. Der Ast ist dran. Es ist relativ ein alter Ast. Ich hoffe, er hält. Aber man könnte es auch so schon belassen. Ist auch eine schöne Dekorationsvariante. Ja. Jetzt kommen aber die Flaschen dran. Flaschen sind jetzt alle dran. Jetzt geht es ans Dekorieren mit den Wiesenblumen. Thank you.
meine Dekoration ist jetzt fertig. Mir gefällt sie sehr gut. Ich habe jetzt wirklich nur eine Sorte der Blumen verwendet und von einem Baum, wo die Äste runtergefallen sind, weil es gestürmt hat. Die habe ich hier mit eingearbeitet und Gräser. Gräser gehen ja immer. Und das ist jetzt wirklich eine sehr schlichte, einfache Dekoration, aber es reicht, es braucht wirklich nicht mehr. Ich werde jetzt noch einen zweiten machen, einen kleineren, und der kommt dann hierhin und diese Bilder kommen weg. Ich habe jetzt beide gemacht, so sieht es jetzt aktuell aus. Ich wollte einfach einen schönen Überlauf in den anderen Rahmen rein, der nur mit einem Glas, und hier sind es 5 Gläser, und dann kann man das gestalten, wie man möchte. Ich finde, es ist mal was anderes, es ist, ja, sieht schön aus, es darf bleiben. Das war's mit meiner kleinen Dekoration. Ich hoffe, es war eine Inspiration für dich. Und nun habe ich ja 5000 Abonnenten auf meinem Kanal. Das freut mich natürlich sehr. Und das nehme ich zum Anlass, dass ich dir was verschenken möchte. Und zwar geht es um diesen kleinen Mann hier. Den habe ich gefertigt als Pulp. Schreib mir in die Kommentare, warum dieser junge Mann zu dir soll. Und dann lese ich mir das durch. Ich werde aus dem Bauchgefühl raus entscheiden und werde dann Kontakt mit dir aufnehmen. Und dann kommt er zu dir nach Hause. Ich habe ein Video gemacht, wie ich diesen kleinen Mann bemalt habe, um euch mal zu zeigen, wie ich diese Figuren bemale. Das habe ich heute Morgen gemacht. Aber wie immer, ich bin auf Kriegsfuß mit der Technik. Alle Daten sind weg. Leider gibt es kein Video dazu. Ich werde es bei der nächsten Figur nochmals aufgreifen, um dir zu zeigen, wie ich die bemale. Also es tut mir sehr leid, aber er ist nun schon mal angemalt. Und das kann ich nicht mehr wiederholen. Aber wenn du Freude hast an diesem kleinen Jungen, dann schreib mir unten in die Kommentare und dann bin ich gespannt, wo die Reise für diesen Herrn hingeht. In diesem Sinne wünsche ich dir eine gute Zeit. Wir sehen uns sehr bald wieder. Ich danke dir, wenn du ein Abo hier lässt oder deinen Kommentar unten reinschreibst. Das freut mich immer sehr. Hab's gut. Ich habe noch was. Ich möchte noch ganz kurz was zu dem Efeu-Waschmittel sagen. Und zwar, ich habe das jetzt ausprobiert, mehrmals. Und zwar habe ich die Efeu auch zerkleinert und in einen Damensocken reingestopft und so in die Waschmaschine reingetan, bei 40 Grad gewaschen. Und mir ist aufgefallen, dass meine Wäsche sauberer wird, wie je zuvor, und sie wird fluffiger. Das Gewebe ist einfach etwas anders. Wenn du aber einen Duft noch dabei haben möchtest, dann kannst du einfach ein paar Tropfen ätherisches Öl beifügen und dann hat es noch ein bisschen Duft. Das wollte ich noch loswerden. So, das war's. Ich wünsche dir alles Gute, bleib gesund, bleib kreativ. Tschüss zusammen.
Und der bleibt noch ein bisschen bei mir.